So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Ich habe mich jetzt in der Zwischenzeit in einem separaten Spielstand nochmal etwas umgesehen, nachdem ich zwei Folgen lang verwirrt durch die Gegend geirrt bin. Und ich muss sagen, die Lösung war so dermaßen primitiv und einfach, dass ich da nie drauf gekommen wäre. Ich bin einfach... Vor allem war ich jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal kurz davor und bin jedes Mal wieder weggelaufen dann. Ich möchte einfach mal nichts weiter dazu sagen. Hust, hust. Als ich das dann bemerkt habe, ist habe ich mich ein wenig geschämt. Alles, was wir tun müssen, ist da hochgehen und diesen blöden Makeliten, den ich für deaktiviert gehalten habe, anquatschen. Und oh Wunder, wir kommen in die Vergangenheit. Oh Mann. Und ich habe mich hier jetzt nicht weiter umgesehen, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es hier weitergeht. Ich möchte nur mal eben kurz ausprobieren. Komme ich jetzt wieder in die Zeit, aus der ich komme, oder in eine andere dazwischen irgendwie? Ah. Ich komme in eine andere dazwischen. Okay. Ich möchte aber wieder in die erste. Bitte, danke. Vielleicht klappt es auch irgendwann noch. Jawohl, geht doch. Ich würde nämlich gern nochmal... Das war doch in der Zeit, oder? In der wir ins Gefängnis konnten. Was ist das denn? Wir ins Gefängnis konnten. Ist das eine Schatztruhe? Sieht die hier so aus? Oder ist das Deko? Ist vermutlich Deko. Ich wollte doch nochmal ins Gefängnis. Weil da war doch was. Was ich übersehen hatte. Huch, seid ihr etwa die Vorgänger der Piraten? Neu hier, was? Passt lieber auf, oder ich schwöre, ich werde diese Mannschaft im Zorn verlassen. Was? Yay, juhu, Pirat zu sein ist echt super cool. Jeden Tag danke ich dem Herrn, dass ich Herrn Roberts gefolgt bin. In letzter Zeit macht er allerdings irgendwie einen auf besorgt. Oh, kann ich euch ausrauben? Nein? Schade. Man kann es ja mal versuchen. Herr Roberts nehme ich an. Wie er leibt und lebt. Arr. Aber ihr seht nicht wie junge Seelen aus, die nach Abenteuern dürstet. Ihr seht eher aus, als würdet ihr bereits eure eigenen Legenden leben. Macht das Beste aus. Das Leben steckt voller Herausforderungen für jene, die sie suchen. Manche Abenteuer können sie also ziemlich schmerzhaft erweisen. Lasst euch meine langen Jahre der Erfahrung eine Lehre sein. Auf dem Weg mögen viele Gefahren lauern, aber die Abenteuer machen das dein Bett. Wo wir gerade davon reden, ihr würdet mir gerne bei meinem nächsten Abenteuer zur Seite stehen? Noch nicht. Aber keine Sorge, das wird schon noch. Ich möchte mich erst noch ein bisschen umsehen. Vor allem möchte ich nochmal ins Gefängnis gehen. Ist ja logisch, oder? Na ja, steht da irgendwas drauf oder ist das nur Deko? Das ist nur Deko. Das Schiff sieht ja süß aus. Jawohl. Ah, sehr schön. Ach, hier kann man jetzt außerdem auch viel besser sehen, wo man hin kann und wo nicht. Das ist von Vorteil. Aha. Jede Menge neue Gebiete. Okay, aber nein, ich will erst... was will ich eigentlich? Ich will mich erstmal kurz umschauen. So einen Überblick gewinnen, groben. Da unten gibt es offensichtlich in dieser Zeit was. Da gibt es offensichtlich einen Vulkan, der nicht ausgebrochen ist bisher. Das ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht besonders gut irgendwie, oder? Also er muss schon mal ausgebrochen sein, sonst wäre er da nicht. Aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Was mir übrigens auch gerade noch so spontan einfällt, in dieser Zeit gab es doch auch ihr wisst schon, den Schmied, es war doch ein Schmied, oder? Ich will noch mal kurz nachsehen, ob Ceres in dieser Zeit jetzt anders aussieht, oder ob wir, wie es aussieht, dann in derselben Zeit wie immer, oder? Ja. Naja, immerhin weiß ich jetzt wieder, wo es weitergeht, und außerdem nicht nur in gewisser Weise, wo es weitergeht, sondern, ich habe jetzt ziemlich viele Möglichkeiten.
Also ziemlich viele Möglichkeiten. Jetzt möchte ich aber auf jeden Fall erstmal mein... wie heißt das Zeug? Ich hab's vergessen. Meine Erze loswerden. Orichalcos? Oricon. Das andere war aus... einem anderen Spiel. Ich weiß aber nicht mehr, was für eins. Oh Mann, mein Gedächtnis. Ja. Ja. Hier, 6 Oricon-Erz. Da machen wir was Schönes draus. Und zwar ein Schwert. 4 Stücke Oricon-Erz. Ja komm, mach mal. Mehr Schaden ist immer gut. Mehr Schaden ist mehr Schaden ist mehr Schaden. Ist doch logisch. Fertig. Gefunden, ein Oricon-Schwert, das ultimative Schwert. Eine Schärfe-Klinge werde ich nicht finden. Außer das Master-Schwert, aber okay. sehr schön. Steht da jetzt, wie viel Schaden wir machen? 50. Wie viel war es vorher? Nicht 50, vermutlich. Kann ich das nochmal ausrüsten? Ja. Jetzt mache ich 42 Schaden. Also 8 Schaden, das ist ordentlich. Jawohl. Hier steht der Minecraft Crafting Crafting Tisch Gedöns. Hier gab es Drohnen, konnte ich den ausrauben? Konnte ich nicht. Schade, warum konnte ich den nicht ausrauben? Ist doch gemein. Kann ich mir vielleicht, wenn ich gerade schon mal dabei bin, noch irgendwas schmieden lassen? Ich gehe mal davon aus, dass es nicht reichen wird, aber... Also ich meine, wenn ich allein für das Schwert 4 gebraucht habe... Rüstung... 5. Stiefel? Ja, komm, nochmal. Stiefel? 3. Verdammt. Also gut, dann gehe ich erstmal wieder. Immerhin haben wir jetzt ein besseres Schwert. Das ist doch schon mal einiges wert. Dann nach Genua. Was hier übrigens noch ziemlich bescheiden aussieht im Vergleich zur anderen Stadt. Kann ich jetzt hier nochmal durch die Kanalisation... Ne, hier bin ich rausgekommen, oder wie war das? Was war in der Kanalisation? Ne, durch die Kanalisation muss ich überhaupt nicht. Da habe ich irgendwas rausgeholt, glaube ich. Meine ich. Ich glaube, da war was. Gab es im Shop noch irgendwas Neues in der Zeit? Kaufen. Stahlgürtel. Verteidigung minus 1. Na super. Ah, die Stahlrüstung. Na, die nehme ich doch mit. Jawohl. Hattet ihr auf Iron Mans Rüstung gehofft? Nein. Verkaufen bitte. Die Bronzerüstung brauche ich jetzt nicht mehr. Und das Stahlschwert brauche ich jetzt auch nicht mehr. So. Wie sieht es jetzt hier aus? 43 Verteidigung. Ich weiß nicht mehr, wie viel es vorher war. Mist. Ich habe hier nicht aufgepasst. Hatte die auf Iron Man's Rüstung gehofft? Naja, okay. Shop-In. Ach ja, das war der Typ. Ich erinnere mich wieder. Komme ich wieder ins Gefängnis? Darf ich bitte wieder ins Gefängnis? Das sind die Außenmauern. Wo ging es nochmal ins Gefängnis? Das war weiter links. Oh Mann. Mein Gedächtnis. Ja. Hier ging es ins Gefängnis. Darf ich ins Gefängnis? Ja, das war ich. Ach, verdammt. Lass mich da rein. Arr. Ich will doch nur ins Gefängnis. Ist denn das zu viel verlangt? Scheinbar ja. Also gut. Dann halt nicht. Kann ich dich mitnehmen? Nein? Kann ich dich schlagen? Nein, auch nicht. Schade. Was ist denn hier drin? Man weiß es nicht. Die Zauber sind endlich aus der Bibliothek verschwunden. Aber scheinbar haben sie ein paar Dokumente mitgehen lassen. Die Bibliothek ist da zur Bestandsaufnahme geschlossen. Welche Dokumente, fragt ihr? Ach, es geht um Legenden über Ruinen der Magie, die es angeblich unter Dämonia gibt. Ne, nicht nochmal. Aber Karten spielen könnte ich mit dir. Och, mach ich mal. Kann ja nicht schaden.
Je mehr Karten, desto interessanter wird's. Ja, du kommst mal für den Anfang dahin. Besser als gar nichts. Oh, der hat gute Karten. Oh, verdammt, der hat gute Karten. Das ist natürlich doof und er kann scheinbar auch ganz gut spielen, wie es aussieht. Das war doof. Ich möchte das eben nochmal verlassen. Das waren mir jetzt schon zu viele Fehler. Zwei und nochmal eins, dann kommst du dahin. So gefällt mir der Anfang doch schon viel besser. Jetzt. Oh, das ist natürlich sehr schön. Oh, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Oh, das gefällt mir sehr gut. Ach du liebe Zeit. Du hast dich im Spiel geirrt, glaube ich. Ja, was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt hier eine Mauer bauen und dich hier verstecken und nochmal eine Runde abwarten. Das müsste schon hinhauen. Ja, das habe ich jetzt dadurch gewonnen. Der Zug war doof. Muss man einfach mal so sagen. Na dann. Hier, weil ich es kann. Die Universalbegründung. Schon wieder verloren. Hier, verdient diese Karte. Und wieder wäre Zauberer. Zauberer, Zauberer. Kann ich jetzt gerade nicht zuordnen, aber es wird schon eine Karte gewesen sein. Moment, kann ich dir etwa helfen, deine Hühner wieder zu fangen? Wenn ja, dann habe ich gerade mal wieder ein Flashback. Ja, auch verdammt. Ach ja, das war's. Ja, ich erinnere mich wieder. Beim letzten Mal habe ich das so einem grün gewandeten Jungspund überlassen, der nichts als Schabernack im Sinn hatte. Er hat meine Hühner sogar als Flughilfe missbraucht. So weit Unfug, wirklich. Meine armen Hühner waren wochenlang völlig traumatisiert. Lieber kümmere ich mich selbst darum. Ich liebe es. Also von der Grafik her sieht dieses Haus und dieser Zaun mit dieser Frau hier, die eigentlich an der Stelle stehen müsste, exakt aus wie in Hyrule, in der Stadt, in The Legend of Zelda: The Minish Cap. Oder Minish Cap oder wie auch immer. Ist mir auch egal. Das ist kein Englisch für mich. Ich kenne dieses Spiel schon länger, als ich Englisch kann. Aber von dem, was ich so erzähle, als Flughilfe missbraucht, dann wird es wahrscheinlich eher Ocarina of Time oder sowas gewesen sein. Naja, egal. Ich komme auf jeden Fall, wie es aussieht, nicht wieder ins Gefängnis. Was ich doch sehr schade finde. Ich kann aber nochmal ins Sturmtal. In dieser Zeit war ich, glaube ich, hier noch nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Was eigentlich nichts zu bedeuten hat. Ach so, hier ist in dieser Zeit auch einfach nichts. Okay, dann gehe ich halt wieder raus da. Gleich. Jeden Moment. Ich bin sofort draußen. Man sieht's doch, oder? Okay, was ist da? Was ist da und was ist da? Da kann ich einfach durchgehen. Ach so. Ach so. Ich erinnere mich, Lichtung. Na, sieh mal einer an. Wir bekommen hier ein neues Zeltenbesuch. Ihr seid wohl auf der Flucht vor dem Krieg, was? Jetzt verstehe ich. Mein Opa. Er hat mein Dorf gegründet. Ich sollte ihn besser nicht ohne guten Grund stören. Ja. Was war da oben in diesem Wald? Ich weiß, dass da was war. Ich hab's ein rollender Stein. Ich weiß, dass da was war. Ich hab's gesehen. Ich wette, da war ich schon mal. Da war ich garantiert schon mal. Ganz am Anfang. Ich frage jetzt nur, war hier irgendwas? Mist. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den jetzt verdammt viel Schaden mache. Da war ein weiterer rollender Stein.
Die bringen übrigens kaum noch Erfahrungspunkte, möchte ich nur mal anmerken. Ah, Moment, ich erinnere mich, hier konnte ich auch irgendwie weiter, was ich vorher noch nicht konnte. So viel dazu. Verdammt. Das ist eine Sackgasse, wie es aussieht. Ich kann höchstens noch mal versuchen, das hier freizukriegen irgendwie. Nein. Schade. Dann halt nicht. Hier oben war nichts, nein. Ich kann es auch noch 5-mal versuchen, aber dann wird da wahrscheinlich immer noch nichts sein. Oh, Überraschung. Gut, dann gehe ich halt wieder hier raus. Hier war nichts. Ich sehe es ja ein. Ist richtig. Dann, ja, muss ich jetzt halt die Sachen, die mir so als nächstes in den Sinn kommen, nacheinander abgehen, würde ich mal sagen. Gab es hier nicht noch irgendwo einen Magiliten? Au. Ach komm schon, blöder Stein. War hier nicht irgendwo irgendwas? Hier war doch noch irgendwo irgendwas. Was, der lebt nicht? Hat so ausgesehen. Hier war, glaube ich, eine Kiste, die ich leergeräumt habe, ganz am Anfang schon. Also, jetzt ist hier keine Kiste mehr, weil die habe ich ja leergeräumt. Ganz am Anfang schon. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, ich glaube nicht. Deswegen sage ich es jetzt einfach nochmal. Hier war, glaube ich, mal eine Kiste, die ich irgendwann am Anfang leergeräumt habe. Also, am Anfang schon. Oder war die da unten? Ich meine irgendwo... Ja, hier kann ich jetzt über den Fluss. Da war nämlich noch eine Kiste, die ich noch nicht ausgeräumt habe. Hier. Und zwar gibt's da einen Stern? Ach, manchmal. Eine Karte. Na gut, dann halt nicht. Dann komme ich da durch? Nein, sieht nur so aus. Kuro ist einfach zu fett. Er kommt nicht mal durch die Zwischenräume zwischen den Bäumen, die jetzt nicht wirklich eng beieinander stehen, muss man sagen. Also das ist jetzt kein dichter Wald. Das ist eine kleine Lichtung mit 2-3 Bäumchen. Also 2-3 Bäumchen ist natürlich untertrieben, aber so 2-3 Bäumchen pro 10 Quadratmeter oder so. Gut, vielleicht sind es auch pro 50 oder pro 100 Quadratmeter. Ist ja auch egal. Kann ich hier irgendwas machen? Wo? Ach so, da. Ne, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Zumindest nichts, an das ich mich erinnern könnte. Was jetzt irgendwie auch zu erwarten war, weil ich mich sowieso nicht an viel erinnern kann. Das Labor. Das habe ich doch in dieser Zeit noch nicht zerstört. Habe ich es überhaupt zerstört? Ich war auf jeden Fall drin. Ah, ich komme aber in dieser Zeit auch noch nicht rein. Schade. Wie bin ich nochmal beim letzten Mal reingekommen? Habe ich einen Schlüssel gehabt? Was war da? Ist die Tür einfach aufgeploppt? Ach nee, hier. Reno hat sie irgendwie mit seiner Energie aufgedingst. Das ist der exakte Fachbegriff dafür. Aufgedingst. Dann... Ja, also, Dann ja, also, War hier oben noch irgendwas, wenn ich gerade schon dabei bin? Nee, oder? Achso, da war die Brücke. Was, in der Zeit war die Brücke schon versperrt? Nee, doch. Nee, doch. Nein, doch. Oh. Schade. Gut, die Brücke ist halt versperrt. Dann eben nicht. Die Brücke kann mich mal, wenn sie nicht will. Kann ich mit dir Karten spielen? Nein, schade. Dann lass mich jetzt aber mal eine Runde Boot fahren. Und zwar... Ja, wohin eigentlich? Hier hatte ich ja jetzt doch recht viele Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, zum Vulkan. Gut. Würde ich nicht sagen. Ich kann nicht zum Vulkan. Also dann fahre ich halt nicht zum Vulkan. Dann will ich mal wissen, was da unten ist. Wobei, nee, ich sehe gerade die Zeit, die sagt mir, ich will lieber erst beim nächsten Mal gucken, was da unten ist, weil dann wird es ja spannender. Ein Cliffhanger ab und zu muss ja auch mal sein, sonst will man ja nicht weiterschauen, stimmt's? Naja, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!